In diesem Video zeige ich die Inbetriebnahme und Einrichtung der Telekom Magenta TV-Box. Die TV-Box ist IPTV-Empfänger und WLAN-Repeater in nur einem Gerät. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, Magenta TV in bester Qualität mit UHD 4K, HDR und Dolby Atmos zu empfangen. Was WLAN betrifft, so habe ich hier die Möglichkeit, die Box auch per WLAN im Netzwerk einzubinden und gleichzeitig dient diese auch als WLAN-Repeater mit Mesh-Funktion. Als erstes legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung ein und schließen anschließend den Deckel. Es handelt sich hierbei um eine Bluetooth-Fernbedienung, das heißt also im Umkreis von etwa 8 Metern um den Receiver funktioniert diese, ohne dass sie dann direkt draufgerichtet wird. Suchen Sie jetzt den optimalen Aufstellort für die TV-Box. Wichtig zu beachten ist, oben an der Oberseite diese Lüftungsstütze sollten nicht verdeckt sein. Im Idealfall stellen Sie sie also auch nicht in einen Sideboard in den Schrank rein, sondern oben drauf, dass halt die Box gut belüftet ist. Und wenn Sie auch die WLAN-Funktion nutzen, sowohl als Repeater oder auch ankommt als Verbindung über WLAN, dann sollte die auch einen guten Empfang haben. Also auch da freistehend sein, mit Abstand zu anderen Elektrogeräten. Also möglichst halt nicht hinter den Fernseher stellen oder auch nicht direkt neben den Router. Verbinden Sie nun das HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher. Entweder nutzen Sie das 1,8 Meter mitgelieferte Highspeed-Kabel oder wenn Sie ein vorhandenes Kabel nutzen, wie ich hier in meinem Fall, dann achten Sie darauf, dass es für 4K oder UHD geeignet ist. Also meist steht dann auf dem Stecker sowas drauf wie Highspeed-Kabel, dann sollte das auch funktionieren. So, das Netzkabel, 1 Meter lang, habe ich bereits mit der Steckdose verbunden. Ich stecke das jetzt hier in das externe Netzteil ein. Und hier wiederum ist ein 1,8 Meter langes Anschlusskabel dabei. Dieses wird dann mit dem Receiver verbunden. Und dann startet jetzt das Gerät neu. Das dauert das dann auch einen ganzen Moment, bis dann die Einrichtung weiter vorgenommen werden kann. So, in meinem Fall, da ich jetzt noch keine Internetverbindung mit der Box hergestellt habe, sondern sie ja per WLAN verbinden möchte, ist jetzt hier direkt schon der Startbildschirm da. Das heißt, jetzt wird aufgefordert, ich soll die Box mit meinem Router verbinden. Ich habe hier in dem Fall das Speedport Smart 4. Drücke hier einmal die Plus-Taste für das Anmelden neuer Geräte. Drücke jetzt auch hier an der TV-Box einmal die Plus-Taste. Und jetzt, das sollte halt innerhalb von 2 Minuten erfolgen. Jetzt versucht er die Verbindung herzustellen. Auch das kann einen kleinen Moment dauern. Und sobald das dann abgeschlossen ist, wird die Einrichtung der TV-Box fortgesetzt. In dem Fall steht ja, Software wird geladen, es wird also nun eine aktuelle Firmware installiert. So, die Firmware ist jetzt installiert oder wird gerade installiert, zeigt er jetzt hier das Magenta TV-Logo an. So, nach dem Firmware-Update startet die Box einmal neu. Das dauert auch einen kleinen Moment. So, hier wird mir auch der Fortschritt des Neustarts angezeigt. Firmware ist jetzt aktuell, Verbindungen sind hergestellt. Und als nächster Schritt kommt die Verbindung der Fernbedienung. Wie gesagt, es ist eine Bluetooth-Fernbedienung, sie muss also einmal verbunden werden. Und dazu die Taste oben in der Mitte mit diesem Magenta-Logo für die Megathek 3 Sekunden lang gedrückt halten. Und jetzt leuchtet hier unten die grüne LED an der Verbindung, hat eben 3 Sekunden lang dauerhaft geleuchtet. Das heißt, die Verbindung ist jetzt abgeschlossen. Und jetzt gibt es ein Update der Fernbedienung, was ich auch bestätige. Und auch hier der Status angezeigt. Und nun ist auch die Fernbedienung auf dem aktuellen Stand. Und die weiteren Schritte ist jetzt nochmal die verschiedenen Einrichtungsmöglichkeiten an meiner Magenta TV-Box. So, zur Fertigstellung habe ich jetzt hier 7 Einrichtungsschritte. Im ersten werde ich gefragt, ob ich die Sprachsteuerung nutzen möchte, also im Prinzip Spracheingaben suchen. Hier gibt es die Möglichkeit, entweder den Standby-Betrieb oder den Ruhezustand. Im Ruhezustand sind bestimmte Funktionen nur eingeschränkt möglich. Zum Beispiel habe ich dann aus der Ferne nur eingeschränkten Zugriff, um Aufnahmen zu programmieren. Insofern wird hier der normale Standby-Modus empfohlen. Die Startseite, hier nochmal ein paar Hinweise, wie man da hinkommt mit der Menütaste. Dann kann ich mir hier verschiedene Themenkanäle auf die Startseite setzen. Die Streaming-Dienste, die ich haben möchte, wenn ich zum Beispiel Netflix-Kunde bin, kann ich Netflix oder Prime entsprechend hinzufügen. RTL Plus, Disney sind hier schon vorbelegt, in meinem Fall. Dann nochmal der Hinweis zur Megathek, also der Online-Videothek der Telekom, wie ich die erreiche über die Taste auf der Fernbedienung. Und nochmal die Info, wie ich Sender wechseln kann, nicht mit den seitlichen Tasten auch der Fernbedienung. Und nun kann es losgehen.
Ja, wie man gesehen hat, die Einrichtung über WLAN ist kinderleicht, da braucht man auch keinen Servicetechniker, sondern es ist alles selbsterklärend. Diese Magenta TV-Box ist auch das erste Gerät mit TV-Empfang, was direkt per WLAN angebunden kann, ohne Zusatzgeräte zu kaufen. Bisher war es ja nur über Netzwerkkabel möglich. Wer das aber weiterhin per Kabel anschließen möchte, auch das ist hier machbar. Das zeige ich jetzt im nächsten Schritt, wie das funktionieren würde. So, um die Verbindung nochmal zu prüfen, bin ich jetzt hier auf mein Speedport gegangen, auf speedport.ip. Und man sieht hier, neben dem einen Repeater, den ich verbunden habe, ist jetzt hier die Magenta TV-Box mit einer gestrichelten Linie, also über WLAN mit meinem Router verbunden. Und unter Mesh-Geräte sehe ich hier nochmal auch meine Magenta TV-Box ist mit 100% Empfangsqualität verbunden. An der Rückseite der Magenta TV-Box befinden sich hier hinter dieser Klappe neben einem Reset-Button auch eine LAN-Buchse, also eine Netzwerkdose. Wenn ich die Box per WLAN verbunden habe, dann ist diese Netzwerkschnittstelle auch anderweitig nutzbar. Ich könnte also hier zum Beispiel ein Netzwerkkabel zu meinem Fernseher legen, um den Smart TV dann per Kabel anzuschließen oder auch andere Endgeräte per Netzwerkkabel. Alternativ ist es möglich, die ganze Box halt per Netzwerkkabel mit dem Router zu verbinden. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn einfach der WLAN-Empfang zu schlecht ist hier, der ankommende WLAN-Empfang, zum Beispiel weil auch sich Router und Magenta TV-Box in verschiedenen Stockwerken befinden und dann dicke Decke zwischen ist. In dem Fall habe ich jetzt hier das Kabel schon mit meinem Router verbunden und schließe jetzt hier das Netzwerkkabel an. Dann wird die Verbindung mal kurzzeitig unterbrochen, dass er jetzt die von der WLAN-Verbindung auf die LAN-Verbindung letztlich umswitcht. In dem Fall, wenn die Netzwerkverbindung steht, der Einrichtungsprozess ist identisch, den ich eben schon mal gezeigt habe, nur dass er halt am Anfang direkt anfängt und ich nicht die WLAN-Verbindung zwischen den beiden Geräten herstellen muss. Die Repeater-Funktion ist weiterhin auch gegeben, das heißt, die Magenta TV-Box empfängt in dem Fall das Signal über das Netzwerkkabel und stellt dann hier ein Mesh-WLAN bereit. So, und hier sieht man jetzt ganz gut, ich habe jetzt hier eine durchgezogene Linie, da steht 1 Gigabit dran, das heißt, ich bin jetzt per LAN-Verbindung, also per Netzwerkkabel verbunden, Speedport-Router mit der Magenta TV-Box. Nochmal zu den technischen Voraussetzungen. Wenn Sie die Magenta TV-Box per WLAN kabellos verbinden wollen, benötigen Sie einen Router, der ein 5 GHz-Netz bereitstellt. Ist bei den meisten aktuellen Geräten der Fall. Wenn die Box zusätzlich auch als Mesh-Repeater dienen soll oder als WLAN-Repeater mit Mesh-Funktion, dann benötigen Sie ein aktuelles Speedport-Modell, entweder Speedport Pro, Pro Plus oder das Speedport Smart 3, 4 oder künftige neue Geräte. Wenn Sie mehr als ein TV-Gerät bei sich zu Hause haben, können Sie die TV-Box um weitere Zusatzempfänger erweitern. Wir empfehlen hier die Magenta TV-Box Play. Die ist letztlich baugleich, hat nur keine Festplatte, weil sie ja die Festplatte des Hauptreceivers mitnutzt. Bis zu 3 Stück sind verbindbar. Wir haben hier auch ein eigenes Video in unserem Kanal, wo wir diese Box vorstellen. Auch die Vorgängerboxen MR201 und 401 sind als Zusatzempfänger nutzbar. Für die Feineinstellungen können Sie im TV-Menü hinten auf Einstellungen gehen und dann gibt es hier unten noch mehrere Punkte, die Sie kontrollieren oder justieren können. Zum Beispiel hier der verwendete Speicherplatz, wie viel Sie noch frei haben, Speicherplatz bereinigen. Dann gibt es hier die Aufnahmeeinstellungen, wo Sie sagen können, in welcher Qualität aufgenommen werden soll, ob am Ende automatisch gelöscht werden soll oder nur manuell gelöscht. Ich habe hier die Senderlisten, kann hier zum Beispiel auch Sender umsortieren, wenn ich eine bestimmte Reihenfolge haben möchte. Angenommen, ich möchte hier ProSieben verschieben, einmal mit der runden Taste auswählen, dahin schieben, wo es hin soll, nochmal die runde Taste drücken und dann ist es jetzt verschoben. Und dann bestätige ich einmal die Änderung dieser Liste und schon habe ich eine geänderte Reihenfolge. Ich kann hier Favoriten verwalten, die ich schneller erreiche. Kann Sender ausblenden. Bei der Senderqualität kann ich sagen, welche Senderqualität primär verwendet werden soll, sofern der Sender in der Qualität erreichbar ist. Hier mit dieser Zurücktaste komme ich übrigens immer das vorhergehende Menü. Und der Benutzer kann ich eine PIN einstellen oder verschiedene Datenschutzeinstellungen vornehmen. Bei Bild und Ton wähle ich halt aus, welche Wiedergabequalität ich nutzen will. Wenn ich zum Beispiel nur einen HD-Fernseher habe, würde man hier halt HD einstellen. Gleiches beim Tonformat, wenn ich eine
gute Soundanlage habe, kann ich hier auf Dolby digital umstellen. Sprache und Untertitel können hier ausgewählt werden und weitere Funktionen. Dann gibt es hier den Kinder- und Jugendschutz, den man aktivieren und einrichten kann. Hier gibt es nochmal einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Media Receivers. Zum einen natürlich das System an sich, welche Software installiert ist. Das ist letztlich nur im Servicefall relevant. Und weitere Einstellungen hier auch zum Beispiel am TV-Programm, wann die EPG-Daten, also die digitale Programmzeitschrift, zuletzt aktualisiert wurde. Bei der Receiver-Übersicht, in dem Fall habe ich nur einen Hauptreceiver, wenn ich noch Zweitgeräte verbunden hätte oder Zusatzreceiver, dann würde man die hier sehen. Dann die Einstellung für den Stromsparmodus, Standby oder Ruhezustand, da gibt es in der Anleitung eine ausführliche Erklärung, was mit welchem Modus funktioniert oder auch nicht funktioniert. Wann der Receiver sich automatisch ausschalten soll bei Nichtnutzung. Unter meinem Magenta TV verstecken sich die verschiedenen Streaming-Dienste, die ich aktivieren kann, je nachdem, ob ich sie nutzen möchte oder Kunde bin oder nicht. Die verschiedenen Themenkanäle, die ich mir anzeigen lassen kann. Wenn ich zum Beispiel keine Kinder habe, kann ich dann Kinder entsprechend deaktivieren oder auch Sport deaktivieren, wenn mich das nicht interessiert. Ich habe auf der Fernbedienung hier unten noch Farbtasten, die können hier individuell programmiert werden, was dann passieren soll, wenn ich die Taste drücke. Also kann ich zum Beispiel sagen, mit der grünen Taste möchte ich in die Aufnahmen oder in den Senderverlauf oder eine bestimmte App öffnen, zum Beispiel, dass ich dann Disney Plus öffne mit der grünen Taste. Hier gibt es die Verwaltung der TV-Pakete, dazu brauchen Sie aber Ihre Service-PIN. Dann, was passieren soll, wenn ich den Receiver einschalte, soll quasi mit einem Startbildschirm ist geöffnet werden oder soll direkt ins Live-TV, der letzte Sender, aktiviert werden. Hier können Sie die Ersteinrichtung nochmal machen, wenn Sie den Media-Receiver nochmal komplett resetten wollen. Und nochmal andere Einstellungen, die ebenfalls machbar sind. Und der letzte Punkt bei Einstellungen sind weitere Geräte. Zum einen, ob ich mit der Fernbedienung auch den Fernseher ein- und ausschalten möchte. Dann der Status der Fernbedienung, ob der Akku oder die Batterie entsprechend voll ist. Ob ich eine smarte Steuerung erlauben will, das heißt also per Smartphone quasi den Media Receiver, den Magenta TV Box zu bedienen. Dann die Sprachsteuerung, die hier auf der Fernbedienung mit dieser Lupe letztlich symbolisiert ist. Kann ich hier aktivieren oder deaktivieren und kann hier auch den Sprachverlauf einsehen und auch löschen. Ja, das sind letztlich die Einstellungen, die ich noch am Receiver prüfen kann und auf individuelle Änderungen dann dort vornehmen kann. Falls Sie ein eigenes HDMI-Kabel verwendet haben oder einfach so prüfen wollen, ob die UAD-Verbindung erfolgreich zum Fernseher besteht, gehen Sie am besten ins Menü Ihres Fernsehers, habe ich jetzt hier einmal bei mir schon aufgerufen. Und in dem Fall, im Hintergrund habe ich Magenta TV offen, sehe ich, habe hier ein UAD-Signal mit 2160 Pixel Auflösung und in dem Fall SDR, weil der Fernsehsender kein HDR unterstützt, aber da haben Sie nochmal die Kontrollmöglichkeit, dass Sie alles richtig gemacht haben. Wenn Sie noch kein Magenta TV nutzen oder als Magenta TV Bestandskunde ein Upgrade Ihres Tarifes möchten, zum Beispiel mit einer Internetbandbreite oder höherwertigen Senderpaketen, dann informieren wir Sie gerne an unserer unabhängigen Hotline oder auf unserer Webseite. Unser Tipp zur Nutzung von UAD-Inhalten, also 4K-Auflösung, wird ein Internetanschluss mit mindestens 100 Mbit pro Sekunde empfohlen, also in dem Fall Magenta zu Hause L. Ob ein solcher Anschluss an Ihrer Anschrift verfügbar ist, prüfen wir ebenfalls gern für Sie.